Es ist vorbei, Alexius. So ist es. Ich wusste, ihr würdet wieder auftauchen. Nicht, dass es jetzt sein würde. Doch ich wusste, ich hatte euch nicht vernichtet. Es war mein letzter Fehler. War es das wert? Alles, was ihr der Welt angetan habt? Was ihr euch selbst angetan habt? Aber das spielt nun keine Rolle mehr. Alles, was wir noch tun können, ist auf das Ende zu warten. Es spielt noch eine Rolle. Ich werde das alles ungeschehen machen. Wie oft habe ich das schon versucht? Man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Alles, wofür ich gekämpft habe, alles, was ich verraten habe. Und was hat es mir gebracht? Verderben und Tod. Weiter nichts. Der Älteste vernichtet uns. Mich, euch, uns alle. Felix! Das ist Felix. Beim Atem des Erbauers. Alexius, was habt ihr getan? Er wäre gestorben, Dorian. Ich habe ihn gerettet. Bitte, tut meinem Sohn nichts an. Ich mache alles, was ihr verlangt. Gebt uns das Amulett und wir lassen ihn gehen. Lasst ihn frei und ihr bekommt alles, was ihr wollt. Ich will die Welt zurück. Nein! Nein! Er wollte sterben, nicht wahr? All die Lügen, die er sich selbst erzählt hat. Die Rechtfertigungen. Er hat Felix schon vor langer Zeit verloren. Und hat es nicht einmal bemerkt. Oh, Alexius.
Für diesen Alexios kam jede Hilfe zu spät. Aber vielleicht können wir ja den Alexios in unserer Zeit noch zur Vernunft bringen. Ja, vielleicht. Das ist dasselbe Amulett, das er verwendet hat. Und ich denke, es ist auch jenes, das wir in Minrathis erschaffen haben. Das zumindest ist beruhigend. Gebt mir eine Stunde, um den Zauber, den er gewirkt hat, zu verstehen. Dann sollte ich in der Lage sein, den Riss wieder zu öffnen. Eine Stunde? Das ist unmöglich. Ihr müsst sofort hier weg. Der Älteste. Ihr müsst euch beeilen, das hier ist übel. Wir halten die Tür. Wenn sie durchbrechen, seid ihr dran, Nachtigall. Wir werden diese Chance nutzen. Vergesst nicht, wir überleben nur, wenn dieser Tag niemals kommt. Wirkt den Zauber. Ihr habt so viel Zeit, wie ich Pfeile habe. Ob schon die Finsternis naht, wird die Flamme mich schützen. Andraste, leite mich. Möge mich der Erbauer an seiner Seite willkommen heißen. Rührt euch nicht vom Fleck, oder wir werden alle sterben! Da müsst ihr euch schon etwas Besseres einfallen lassen. Gebt jeglichen Anspruch auf Radcliffe auf und wir lassen euch am Leben. Ihr habt gewonnen. Es gibt keinen Grund, diese Farce weiter in die Länge zu ziehen. Felix? Mach dir keine Sorgen, Vater. Aber du wirst sterben. Wir alle sterben irgendwann. Nun, ich für meinen Teil bin froh, dass es vorbei ist. Oder auch nicht. Großverzauberin Fiona. Königin Enora. Als ich euren Magiern Zuflucht gewährte, ging ich davon aus, dass sie nicht auf die Idee kommen würden, meine Untertanen aus ihren Häusern zu vertreiben. Eure Majestät, ich versichere euch, wir hatten nie die Absicht, dass etwas derartiges... Eure Absichten wurden in dem Moment bedeutungslos, in dem mein Volk bedroht wurde. Ich widerrufe mein Angebot, euch Zuflucht zu gewähren. Ihr und eure Anhänger werdet Ferelden unverzüglich verlassen. Aber unter uns sind Hunderte, die Schutz benötigen. Wohin sollen wir gehen? Die Inquisition wäre womöglich bereit, die Magier aufzunehmen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Übereinkunft? Sie sind hoffentlich besser als die von Alexios. Die Inquisition ist doch besser, oder? Ich schlage vor, sie in die Pflicht zu nehmen. Sie haben gezeigt, was sie anstellen, wenn man ihnen zu viele Freiheiten lässt. Ich habe schon jede Menge Magier kennengelernt. Sie können loyale Freunde sein, wenn man sie lässt. Freunde, die falsche Entscheidungen treffen, aber dennoch sind sie loyal. Uns bleibt offensichtlich keine andere Wahl, als das anzunehmen, was auch immer ihr uns anbietet.
Es wäre uns eine Ehre, euch als Verbündete an der Seite der Inquisition zu wissen. Darüber reden wir noch. Später. Dann hoffe ich, dass sich der Rest der Inquisition ebenfalls an euer Versprechen hält. Die Bresche ist eine Gefahr für ganz Seydas. Wir können es uns nicht leisten, jetzt uneins zu sein. Ohne euch können wir den Kampf gegen sie nicht aufnehmen. Wenn wir Hoffnung auf Erfolg haben wollen, brauchen wir eure volle Unterstützung. Unabhängig davon, ob ihr dieses Bündnis mit der Inquisition eingeht oder nicht, ihr werdet mein Königreich verlassen. Wir akzeptieren. Es wäre verrückt, wenn wir es nicht täten. Ich werde meine Leute versammeln und dafür sorgen, dass sie für die Reise nach Haven bereit sind. Wir werden die Bresche schließen. Ihr werdet es nicht bereuen, uns diese Chance gegeben zu haben.